Das Video von Kaiser heißt Heikel, geht's dir noch gut? Wer ist das? Der YouTuber Heikel ist nicht gerade dafür bekannt, einer der respektvollsten Creator zu sein, aber diesmal hat er sich wirklich selbst übertroffen. Sie will doch nicht allen Ernstes damit rausgehen. Voll komisch sieht das aus. Hier so unten so komisch, fett, Kartoffelsack. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt von seinen Du dämlicher So, Entschuldigung. Aussagen über die Influencerin Yasmin Aziza, für die er sich tatsächlich feiern lässt und auf die er wirklich stolz ist. Deswegen habe ich mir gedacht, perfekt, dann müsst ihr ihn ja auch wirklich freuen, ja, wenn ich sein gutes Wort weiterverbreite und euch allen zeige, was für ein Mensch Heikel wirklich ist. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Sehr sympathisch direkt losgegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ging nach 10 Sekunden sofort gottlos auf Mutter. Ich werde mich aber trotzdem zusammenreißen. Ich nutze die Zensur, um meine Beleidigungen im Zaun zu halten. Aber wenn ich sowas sehe, dann weiß ich halt schon, dass du wirklich mit dem größten tun hast, den du dir vorstellen kannst. Ihr habt es richtig gehört, heute haben wir ein heikles Thema. Die meisten von euch werden den Boy wahrscheinlich eh schon kennen. Er ist YouTuber und Twitch-Streamer. Außerdem ist er ein Dovi-Dovi und wenn ich sage Stoppi, dann für dich werde ich Schlimmi. La la la. Was? La 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 la. Keine Ahnung, was das heißt, das ist seine YouTube-Beschreibung. Er ist halt sowas wie der Sidekick von ABK, was er eigentlich so... Oh Gott, Digga. Wer hätte gedacht, wer hätte das denn für möglich gehalten? Weißt du? Gleiches und Gleiches gesellt sich gern. Sehr nice ist, ich bin tatsächlich ein bisschen neidisch, ich meine, mein Sidekick ist Kerstin Ott, aber ABK und er sind faktisch die gleiche Person. Ich meine, er hat sogar No Cap im gleichen Raum mit dem gleichen Fischaugenobjektiv damals Videos gedreht. Warum die Perspektive irgendwer feiert, check ich bis heute nicht. Soll mir aber auch egal sein, ja, viel wichtiger ist... Damit ist tatsächlich fast alles gesagt, was man über eine Person fast sagen kann. Da ist nicht viel intellektuelle Reichweite zu erwarten. Wirklich, wirklich. Also es ist traurig, dass diese Menschen auf YouTube existieren und diese, also 200.000 Abonnenten, der Typ ist auf YouTube größer als mit meinem Account so. Das ist insane, Digga. Das ist insane. Das, was er heute macht. Er hat nämlich auch einen Zweitkanal auf YouTube namens Echt Heikel, wo er seine Twitch-Reactions hochlädt. Unter anderem reagiert er hin und wieder auf die Influencerin Yasmin Aziza, von der ich in meinem Leben noch nichts gehört habe. Kann ich kurz sagen, früher gab es gefühlt die Außenseiter Alberto und Cold Mirror. Und heute lerne ich jeden Tag irgendwen kennen mit geisteskrank vielen Followern. Yasmin macht auf YouTube Vlogs. Das kann man sich nicht vorstellen. Wenn mittlerweile ist das wirklich so, dass man ohne mit der Wimper zu zucken sagen kann, es spielt überhaupt keine Rolle, ob du jemanden kennst oder nicht kennst, die Person ist trotzdem unter Umständen einfach riesig. Gigantisch viele Aufrufe, gigantisch viele Klicks. Das spielt überhaupt keine Rolle, ob du glaubst, den zu kennen oder nicht zu kennen. Das ist so viel Inhalt mittlerweile, so viel Content Creators. Irre. Halls, Beauty Stuff, weißt du, sowas halt. Und passend dazu leitet sie die Firma Azizam Cosmetics, wo sie Eyelashes und Haarspangen verkauft. Ich gebe es zu, überhaupt nicht meine Welt. Und ja, habe ich mich gefragt, ich auch warum... Würde ich auch sagen, ist überhaupt nicht mein Ding. ...überhaupt auf die reagiert. Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwas mit der zu tun oder so. Vielleicht haben die irgendein Beef gehabt. ApoRed würde jetzt sagen, was habe ich euch getan? Habe ich euch irgendwie mal geschubst, dass euch der Joghurt aus dem Rucksack gefallen ist oder so? So oder so stellt sich heraus, dass Yasmin selber nicht gerade den besten Ruf hat, zumindest in dieser Bubble. Es wird behauptet, dass sie diese Haarspangen und den ganzen... dass sie das auf Alibaba oder AliExpress für unter einen Euro einkauft und dann wieder teurer verkauft. Oh mein Gott, Dropshipping in 2022? Ich krieg einen Herzinfarkt. Wirklich? Das ist ja unglaublich frech. Wer macht das denn? In 2022 noch nicht von Dropshipping gehört? Oh Gott, mein Gott. Also wirklich, nachdem man das erste Mal Simon Desue davon hat reden hören lassen, war es letztlich bekannt, dass es Mainstream geworden ist. Es wird gesagt, dass sie ihren Freund betrogen hat. Aber Real Talk, ich hab keine Ahnung. Oh, weird, Digga. Weiß es nicht. Guck mal hier, seht ihr das? Seht ihr die Qualität? Seht ihr das hier? Und guckt euch wieder das hier an. Das Tag, Schenstein, ja, aber. Wie kann man sowas kaufen? Kann sein, dass das alles Quatsch mit Soße ist, ja? Ich will halt nicht sagen, dass das stimmt. Digga, geil, dass Mickey Mouse jetzt auch einen Twitch-Kanal hat, Digga. Ja, es geht halt nur darum, dass sie halt nicht gerade den besten Ruf hat. Aber das bringt tatsächlich auch recht witzige Stories mit sich. Zum Beispiel, letztens hat sie mit einer Influencerin namens Miuan gebieft und diese Miuan ist dann zu ihr nach Hause gefahren und hat auf ihre Hausfassade Eier geworfen. Was? Holy shit. Fangen wir mal einfach da an, dass wir uns gegenseitig im Internet gebieft haben. Und ich wollte vor deine Haustüre kommen, weil du eine Straße neben mir gewohnt hast. Die wohnen nebeneinander?
Die wohnen nebeneinander? Oh, das ist ja wundervoll. Du bist daraufhin nicht runtergekommen. Ich weiß nicht, ob du nicht da warst. Ich weiß nicht, ob du extra die Türe nicht aufgemacht hast. Aber dann habe ich Eier auf deine Hauswand geworfen. Aber du bist nicht bereit gewesen, es persönlich zu klären. Leute, ich bin... Was willst du denn machen? Willst du die Schwester Eva machen und dann sagen, du hast, nein, sie hat. Da kommt jemand, der dich runtertritt und dann kommt jemand dazwischen und der sagt, sie hat. Los, lass uns gehen. Was, Digga? Sie steht einfach unten vor der Tür. Jasmin, komm bitte runter. Runterkommen bitte. Komm runter jetzt. Ich bin's, Miwan. Komm runter. Ehrlich, ich hab einfach Eier geworfen. Ich weiß, es ist asozial und eigentlich will ich auch gar nicht lachen. Weiter. Andererseits findest du es dann aber doch angebracht, als erwachsene Frau Eier auf ihr Haus zu werfen. Wobei du selber gesagt hast, vielleicht ist sie nicht zu Hause, aber sie will das nicht persönlich klären. Meine Güte, wo außer im Internet findest du solche Leute? Ja komm, weißt du was, ich hätte gesagt, wir schauen einfach mal. Ja, das Filtergame ist allgemein sehr, sehr krass. Also das habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn man Aline Bachmann-Videos guckt. Aline Bachmann-Videos sind ja auch eine großartige Glanzleistung von künstlicher Intelligenz. Also da sind wirklich im Rahmen des Filters und oder halb Filter, halb Mensch. Ne? Also ich will das gar nicht so sehr in den Vordergrund setzen, weil es mir aufgefallen ist, dass es so normal ist. Und da muss ich sagen, Alter, ich bin halt in der Szene nicht unterwegs. Ne? Ich habe halt keine Ahnung von diesem Scheiß. Und wenn das für die so okay scheint auszusehen, als hätten sie sich aus einem Kosmetikkatalog irgendwie eine Hochglanzseite aufs Gesicht geklebt, so, dann weiß ich auch nicht. Also, aber pff, das ist wirklich auch für mich noch merkwürdig so zu sehen, weil man erkennt überhaupt keine menschlichen Züge mehr, also normale menschliche Züge, um einzuschätzen, ob du lügst, ob du glücklich bist, ob du traurig bist. Du bist dann einfach nur noch dieses Robotergesicht, das keine Poren hat, keine Falten und sogar zurechtgebogen wird und irgendwie, Alter. Das ist so krass, aber das hat auch ein bisschen was mit Schönheitsidealen zu tun, ne? Also es ist schon f***ing crazy. In die ein oder andere Reaction von Heikel auf Jasmin Aziza rein und ja, lass uns berieseln. Spontan einen Wimpern machen. Oh, ah, da wurde wieder ungesund gegessen, zu viel Zucker. Man sieht direkt, das sind Zuckerpickel, die sie hat. Streuselbrötchen. Ja, und wenn natürlich dann noch solche Spezialisten und besonders wertvollen Menschen kommen, die dir, sobald du keine Schminke trägst, auf dich zugehen und sagen, guck mal, wie die aussieht, die hat da Pickel, oh, guck mal, wie die aussieht, dann ist das natürlich extrem hilfreich im Umgang mit den Schönheitsidealen. Wundervoll. Richtig gut. Mein Gott. Wenn der Hautarzt Heikel kommt und dann sowas sagt, das ist ja geil, Digga. Ne? Weißt du, während er da sitzen kann in Jogginghose, T-Shirt, unrasiert, komische Frisur und kein Schwanz irgendwas darüber sagen würde, weil die Schönheitsstandards für Frauen und Schönheitsstandards für Männer so zwei komplett unterschiedliche Sachen sind. Schön Gesicht. Yam, yam, yam. Wer möchte einen Happen von Jasmin Aziz haben? Die neuen Fingernägel gehen auch gar nicht. Geht ja überhaupt nicht, weil sie hat dicke Finger. Oh, Bibi! Was ist mit deinem Gesicht passiert? Sie hat ziemlich viel Plack auf den Zähnen. Weißt du, das sind die, also das muss man dazu sagen und deswegen ist das so wichtig, das sind die Leute, die sich dann über Schönheitsideale, die darüber herziehen, aber gleichzeitig bei Frauen, die ganz normal aussehen, die ganz normal ihr Leben zeigen, dann solche dumme Kommentare ablassen, weißt du? Also wirklich die unterkomplexe Art und Weise im Umgang damit. Da kannst du wirklich davon ausgehen, dass man sagen kann, ja, Gott sei Dank ist Atmen ein Reflex und liegt nicht daran, hängt nicht davon ab, ob du einen gewissen Intelligenzquotienten hast. Nee, es ist ein Reflex. Schön, dass du existierst. Leggings-mäßig und die Sohlen. Aber ich find's irgendwie eklig, wenn man mit diesen Hosen draußen rumläuft. Ich weiß nicht warum. Ja. Oh, Mausi. Ey, der Hund sieht einfach aus wie sie. Guck mal bitte das Gesicht. Die Hautfarbe vom Hund, die Augen vom Hund. Guck mal. So klein und zusammengedrückt. Der Hund hat auch hier vorne Plack. Oh, sie hat einen sehr, sehr eitrigen Mitesser. Die Haut hat sehr stark gelitten. Ich glaube, die isst zu viel Süßigkeiten. Also, wenn es bei der Haut ist, kann man sagen, ist mir eigentlich egal, ob die gelitten hat, aber der Typ hat auf jeden Fall woanders gelitten, Mann. Und das ist auf der direkte, das beeinträchtigt direkt seine kognitiven Fähigkeiten und die Möglichkeit, seine Gedanken zu 100% einzusetzen. Alter, was ist das denn für eine unterkomplexe Scheiße hier? Es ist unfassbar, dass Leute dieser Art und Weise mit Reichweiten rumlaufen, die größer sind als ich. Auf YouTube mit über
fast 200.000 Abonnenten mit so einer eklatanten, ekelhaften Rotzmeinung, Alter. Das ist ja super, ist ja super witzig. Alles Satire, haha, hihi. Ja, geil, Digga. Also da fällt einem wirklich auch nichts ein. Das ist doch nur noch ekelhaft. Leicht aufgedunsen, ne? Ja, großartig. Kann man auch mal in die Hände klatschen, ne? Absolut qualitativer Content, der hier geliefert wird. Fast so gut ist aber auch seine Art, mit Kritik umzugehen. Wir schauen auf die Kommentare unter genau diesen Videos. So ein unnötiger Account. Noch nie so einen unsympathischen Menschen gesehen. Du musst wirklich unzufrieden sein mit deinem Leben, dass du nichts anderes kannst, als dich über andere zu amüsieren und nicht erstmal mit deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung anzufangen. Deine Eltern sind bestimmt stolz, wenn sie das sehen. So kreativ. Und die Leute, die das hier noch unterstützen, sind in meinen Augen nicht besser. Einfach ein armes Würstchen, der Typ. Und guess what? Das arme Würstchen hat den Kommentar einfach ein Herz gegeben. Ganz interessante Möglichkeit, sich auf so einen Kommentar zu beziehen. Aber es gibt ja auch noch mehr. Finde es sehr schlimm, wie du dich über die äußerst. Das ist Mobbing. Kenne sie nicht, aber sieht definitiv besser aus als du. Und er liked's wieder und schreibt dann drunter, danke, denke auch so. Perfekt, Digga. Wenn man sich Mühe gibt, dann findet man sogar teilweise positive Kommentare. Den hier finde ich richtig geil. Heikel ist Master im Judgen und Mobben. Alter, wie kann dem jede Sache so auffallen? Und der dich so auf. Ha, ich liebe dich, Heiki. Geil, Heikel ist Master im Mobben und Judgen. Tambi, bei uns in Österreich würde man sagen, Hamster ins Hirn geschissen. Also, das ist wirklich weird. Also, das ist wirklich merkwürdig, Alter. Existenzberechtigung eigentlich nicht gegeben, trotzdem ist es da und du denkst nur, Gott sei Dank hast du damit nichts zu tun. Das ist das erste und das letzte Mal, dass ich wahrscheinlich was von der Person sehen werde. Und ich weiß nicht, Kaiser, Digga, ich bin dir nicht wirklich dankbar, dass ich dieses Video... Ich bin dir dankbar, dass ich nicht das Originalvideo angucken muss oder irgendwas in diesem Zusammenhang, auch nicht, um nur einen Klick zu geben. Aber es fühlt sich trotzdem ein bisschen dreckig an, Alter. Es ist halt auch eine Sache, sich über eine Person lustig zu machen oder sie zu kritisieren. Ich mache in meinen Videos genau das Gleiche, aber das ist einfach nur blindes Bashing. Wenn mir der Jasmin die kleine Zehe 5 mm zu weit links wäre, dann würde er gleich sagen, ich finde es aber no cap wirklich nice, dass die Community nicht einfach sagt, okay, Jasmin, die ist sowieso dumm, die hat's verdient, keine Ahnung. Die Comments unter Heikels Videos sind teilweise so böse. Ich habe kurz gedacht, ich bin in einem Alim Bachmann Livestream. Mal das aber komplett auf die Spitze getrieben. Er hat schon wieder auf Jasmin reagiert, weil ja auch die letzten Reactions so gut angekommen sind. Ich sag's gleich dazu, die Reaction ist nicht mehr online, weil tatsächlich so viele Leute das Video geflaggt haben, dass es runtergenommen wurde. Wow, Alter, das muss man ganz schön schaffen, auf YouTube wegen Missbrauch, wegen Belästigung und Mobbing rausgenommen zu werden. Da musst du es schon ganz schön übertreiben. Aber Jasmin hat einen Ausschnitt davon auf Instagram gepostet. Wir schauen rein. Sie will doch nicht allen Ernstes damit rausgehen. Und sie hat echt, also wirklich, ich möchte kein Bodyshaming betreiben, aber wenn sie... Ich möchte kein Bodyshaming betreiben, aber ich werde jetzt Bodyshaming betreiben, let's go. ...sich schon uns ihren Körper zeigt, ne? Alter, was ist das für ein komischer Körper? Bau, den sie hat. Voll komisch sieht das aus, hier so unten so komisch, fett. Tja, weiß ich nicht. Ja. Fällt einem auch nichts zu ein. Also fällt auch wirklich einem nichts zu ein. Muss man wirklich sagen, dass der in diesem Kontext das Wort fett benutzt. Und da, solche Menschen, wenn sie denn Menschen sind, obwohl sie so menschenfeindlich argumentieren, ja, solche Menschen sind der Grund, warum wir, wenn wir von Body Positivity sprechen, von jedem sprechen, der sich diesbezüglich schlecht fühlt. Denn diese Kategorie von Personen gibt es zuhauf, wie man sehen kann, die das vollkommen okay finden. So, und dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass selbst blendend aussehende Personen von sich glauben, dass sie den Idealen der Schönheitsindustrie nicht entsprechen. Wenn es solche Argumentationen gibt, Alter... Wenn es solche Menschen gibt, so, Alter, dann brauchst du halt auch nichts anderes. Das ist so weird und so f***ing abartig. Da fällt einem auch nichts ein. Da fällt einem auch einfach nichts ein. Dann oben wieder so schmal, aber so einen dicken Bauch. Was ist das? So ein Outfit? Ja. Kartoffelsack. Ich hab doch gesagt, du kannst was. Boah, Alter, guck mal, voll gefressen. Wam, wam, wam. Warum gehen meine Pickel nicht weg? Oh, noch mehr
Industrieabfall zu mir nehmen. Ham, 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 ham. Ah, mein Gesicht. Ja. Ja, also es tut mir übel leid, unabhängig davon, was auch immer die Frau meint, getan zu haben oder was in der Öffentlichkeit verbreitet wird. Mit solchem Ekelpaket wird sie eigentlich nichts zu tun haben. Mir fallen keine positiven Worte ein. Alle die schlimmen Worte, die mir schlimmer einfallen, müsste ich hart wegzensieren, weil ich, also da wirklich, also es ist wirklich abartig. Das ist schon sehr abartig, Mann. Das muss man sagen. Das ist, Gott sei Dank ist das kein Klick für diesen Kecko, Alter. Klassische Heikel-Reaktion. Ich würde halt sagen, das ist der Master of Mobbing in Aktion. Ganz kurze Frage, Heikel. Hast du in deinem Leben schon mal eine Frau gesehen? Das sind Bilder von Jasmin an alle Frauen da draußen. Wenn ihr so ausseht, habt ihr laut Heikel einen komischen Körperbau und seid fett. By the way, wehe, euer Brustumfang ist zu schmal, weil dann seht ihr aus wie ein Kartoffelsack. Aber weißt du was, Meister? Das gleiche Spiel kann ich auch spielen. Alter, was ist das für ein komischer Körperbau? Oh, den sie hat. Voll komisch sieht das aus. Hier so unten so komisch, fett, dann oben die da so schmal. Noch mehr Industrieabfall zu mir nehmen. Ham, 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 ham. Ja, jetzt wo wir das geklärt haben, schauen wir mal rüber zu Jasmin. Die hat nämlich auch ein Statement dazu hochgeladen und ich sag's gleich dazu. Ihr Statement fand ich tatsächlich gar nicht mal so gut, weil sie hat selber beleidigt, sie ist selber... Ja, das ist nämlich das Problem, ja. Also, und damit kämpfe ich auch gerade mit mir und ihr seht das auch, darum habe ich es auch ein paar Mal wegzensiert. Ich wüsste auch nicht, wie man mit solchen Menschenfeinden umgehen soll, wenn sie solche Kommentare sagen. Mehr als eine Beleidigung ist das eigentlich nicht wert, aber dann begibst du dich halt auf deren Niveau und deren Niveau willst du aber überhaupt nichts mit zu tun haben. Du willst mit dem gesamten Peripheriekreis von diesem um nichts zu tun haben einfach. Wirklich, du zensierst es dann halt weg und ich denke, das ist auch richtig. Ich mache das jetzt halt in diesem Zusammenhang, aber es ist, ich kann es verstehen, es ist nicht einfach. Ich muss mich auch übel zusammenreißen. Bisschen arrogant rübergekommen und hat auch noch ein bisschen mehr gemacht, aber das werdet ihr gleich sehen. Ich wollte es nur kurz dazu sagen, weil ich stehe halt hinter vielen Aussagen, die da jetzt gedroppt werden, aber nicht hinter allem. So, wir gehen rein. Auf jeden Fall gibt es jemanden. Alter, das ist so krass. Und dann, weißt du, was da passiert? Dann kommen die ganzen Zuschauer von diesem Kecko, ne? Die laufen dann darüber, die sagen dann, hey, guck mal, der hat dich so und so genannt. Und dann wird unbedingt versucht, darauf aufmerksam zu machen, obwohl man weiß, wie menschenfeindlich das ist, Alter. Ey, wirklich, und da unterscheiden sich die Zuschauer ganz, ganz wenig von dem Content-Creator in dem Fall, ne? Also wenn du das als Zuschauer geil findest und da so mitwirkst, Bruder, dann gehörst du genau zur gleichen Personengruppe, so wirklich. Der die ganze Zeit Reaction-Videos auf mich macht, die absolut, absolut, absolut keinen interessieren. Es tut mir leid, aber du interessierst keinen. Ich kannte dich nicht mal vorher, deine Videos werden mir geschickt, du Opfer. Und ja. Und dann gucke ich mir diese genau an und lache darüber, weil du einfach nur ekelhaft bist. Das Einzige, was mich sehr, sehr sauer macht und traurig, ist, dass du der Grund bist, warum andere Frauen sich denken, okay, ich kann mich nicht mehr so zeigen oder ich bin hässlich oder ich bin fett oder keine Ahnung was. Junge, wer bist du? Ja, das ist wirklich, wirklich schrecklich. Dass du mich fett nennst, Alter. Ich schwöre, ich komme nicht darauf klar, dass du meine Pickel beleidigst. Wer bist du? Das geht einfach nicht mehr. Und egal, ob ich das bin, die der beleidigt, wie gesagt, er kann mich beleidigen, es juckt mich nicht. Aber hör auf, Frauen das Selbstbewusstsein zu nehmen, du Hund. Ja, Real Talk einfach komplett unnötig, sich wirklich über die minimalsten Hautunreinheiten von jemandem lustig zu machen oder den Körperbau von jemandem, der absolut normal aussieht, lustig zu machen. Ich bekomme so... Verstehe ich absolut, ja. Und die emotionale Reaktion kann ich auch nachvollziehen, nochmal. Ich verstehe sogar, dass die halt beleidigend wird. Ich könnte mich, glaube ich, auch nicht zusammenreißen, so. Das ist halt wirklich... Du musst die Situation sehen, du musst die Momente, diese persönlichen Angriffe sehen. Also allein die Zuschauerschaft, die dann losgeschickt wird, so diese, also dieser toxische Haufen Scheiße, ja, also wirklich. Du hast auch öfter zu hören, ja, hey, Digga, ich find's richtig nice, wie viel du abgenommen hast, Gurkensohn. Aber, liebe Jasmin, das, was du da so gedroppt hast, war auch nicht ganz koscher. Allein diese, wer bist du überhaupt, Attitüde, fand ich schon ein bisschen weird, aber dann kommt sowas. Ich bin kein Mensch, der sagt... Beleidigt ihn, macht ihn fertig oder sonstiges. Aber. Oh. Ja, das ist jetzt wird es halt schwierig so. Jetzt passiert das, was ich eben gerade gesagt habe, wegen dieser unglaublich ehrenlosen grundsätzlichen Aktion. Ich gebe euch jetzt das Go, alles zu machen, was ihr wollt.
Ja, das ist nicht schlau. Das ist nicht schlau, Jasmin. Das ist einfach nicht schlau. Oder unter ihm sein Video kommentieren zu. Ja, das ist nicht gut. Das ist leider eine schlechte Entscheidung, auch wenn ich verstehen kann, warum sie getroffen wurde. Wegen der Tatsache, dass man da so emotional getroffen ist und das halt wirklich persönlich wird. Und jetzt passiert das, was sich diese Zielgruppe auch wünscht. Man senkt sich auf ihr Niveau. Man senkt sich ab. So. Und man hätte das nicht nötig gehabt und hätte den High Ground behalten können, um einfach zu sagen, um auch mit Sympathie zu überzeugen und der Tatsache, hey, aber jetzt senkt man das Niveau ab. Jetzt senkt man sich auf das Niveau ab, was man hat. So sehr ich verstehen kann, dass es so eine Kacke ist, ist das genau das, was dir Keko wollte, ha? So wollen, was ihr wollt. Ich schwöre euch, ich habe nicht mal ein Prozent Mitleid mit ihm. Ekelhaft, das Stück. Schokolade? Ja, ihr habt es gesehen, sie ruft einfach straight up dazu auf, dass man zu ihm rübergeht und ihm schlechte Kommentare schreibt und ihm schreibt, weiß ich nicht, Digga, du bist schlecht im Fortnite. Man sollte sich als Person des öffentlichen Lebens gerade mit so einer Reichweite auch dessen bewusst sein, was das für Konsequenzen hat, weil das werden Leute sehen und das werden Leute machen. Und außerdem verstößt es halt ganz klar gegen die Instagram-Richtlinie, du darfst nicht einfach deine Community auf den anderen draufhetzen, auch wenn du im Recht bist, das ist wurscht. Gut, also, es ist auf Instagram ein bisschen hin und her gegangen, es gab einen kleinen Shitstorm gegen Heikel. Sich einfach nur darüber ab, ne? Oder sie kommt nicht damit klar, dass ich sie einfach nicht geil finde. Heikel, du Trottel. Das, was sie nicht geil findet, ist, dass du persönliche Angriffe machst auf ein Schönheitsideal, das eine ganze Generation... Alter. Heikel, du unterkomplexer Mensch. Mach deinen Kopf auf und lass Luft ans Hirn. Mach die Nasen frei, damit das ein bisschen durchziehen kann, aus den Ohren wieder rauskommt, damit man sagen kann, über kurz oder lang heilen die Wunden da oben. Der Grund, warum man sich darüber aufregt und der Grund, warum das so emotional wird, ist, weil da natürlich unehrenhafte Angriffe auf die persönliche Optik gemacht werden. Und weil wir Frauen doch immer dafür, also gleichzeitig werden Frauen dafür kritisiert, dass sie sich unendlich schminken und dann auf der anderen Seite werden sie krank dafür kritisiert, wenn sie es nicht tun. Dann werden sie dafür kritisiert, dass sie zu dick sind und dann sagt man ja gut, aber das ist ja alles, das ist ja viel zu dünn. Was ist denn der Scheiß jetzt, Alter? Können wir nochmal diese komische Debatte lassen, um dieses dämliche Schönheitsideal gemache. Das geht einen so auf den Sack. Das ist so ekelhaft toxisch. Und ich kann mir nicht im Entferntesten vorstellen, was das für eine Belastung sein muss für Frauen im Internet. Das ist einfach f***ing irre. Bruder, als Mann kannst du hier sitzen mit Übergewicht, komischem Shirt, ungefleckter Fresse, merkwürdige Frisur und jeder sagt, ja, ist ganz normal. Aber Gott bewahre es, machen Frauen. Gott bewahre. Ey, guck mal deine Pickel an, guck mal hier. Ey, Alter. Damit hilft man der Bewegung auch ungemein. Damit wird sicherlich dazu geführt, dass man weniger an Instagram-Filtern hängt. Das wird sicherlich dazu führen, dass man weniger Unsicherheiten hat. Obwohl man nichts am eigenen Körper finden kann, was nicht von außen f***ing beeinflusst wurde. Wenn man selbst in sich reinhören würde, dann würde man wahrscheinlich sagen, ey, ich bin super zufrieden mit mir. Aber durch jahrelange Indoktrination von f***ing Instagram und Schönheitsidealen, von Supermodels, von Heidi Klums, die einen zu dick, zu dünn finden und was auch immer, diese Scheiße hat den Kopf gef***t von jungen Frauen, Alter. So, und die Kacke dazu noch, das muss man sich wirklich nicht geben. Also, ey, unvorstellbar. Es gibt keinen Menschen, der wegen meinen Videos sich denkt, oh mein Gott, ich darf keine Pickel haben, nein. Och. Oh Gott, du bist so ein Trottel. Nein, jeder guckt diese Videos, lacht und macht das Video aus. Und ja, nee, Heikel, du bist einfach nur, das ist die Tatsache, dass das so verargumentiert wird, spricht einfach noch mehr dafür, dass du keine Ahnung hast, wovon du redest. Jeder, der das Video guckt, der das ausmacht und lacht, spricht doch absolut gegen die Tatsache, dass sich darüber gerade aufgeregt wird. Wenn jeder das Video ausmachen würde und lachen würde, dann würdest du doch deswegen nicht gerade Probleme bekommen. Hä? Was? Was? Oh, wirklich, nochmal, Kopf aufmachen, Luft dran lassen und ein bisschen reflektieren. Fertig, es interessiert überhaupt gar keinen, weil ich Jasmin Azizams Körper nicht
attraktiv finde und sarkastische Videos mache, wo man... Ja, Alter, immer wenn man grenzwertigen edgy Humor im Internet macht, versteckt man sich, oder nicht, sagen wir nicht Humor, wenn man grenzwertige, edgige, menschenfeindliche Sprüche im Internet macht, versteckt man sich hinterher der Humordebatte. Ja, das war ja nur ein Spaß, den Humor hast du einfach nicht verstanden, das war dunkler Spaß, das war Satire, das war Ironie. Ja, genau, das ist es einfach. Ey, 2022 ist so mittlerweile der Punkt angekommen, an dem es durchaus Charaktere gibt, die grenzüberschreitende Sachen machen und die sogar damit konfrontiert werden. Wenn irgend so ein Hobby-Humorist aus dem Internet, aus dem Kinderzimmer bei sich zu Hause solche Videos hochlädt und der denkt, er hält sich für den Comedian Nummer 1, er denkt, er ist der nächste Pocher, er denkt, er ist der nächste Kristall und er macht solche Videos, dann kann er das natürlich muss das jeder verstehen, natürlich muss da jeder sofort denken, das ist lustig gemeint, egal wie menschenfeindlich das ist. Genau, alles klar, Digga. Voll und ganz versteht, das ist kompletter Sarkasmus, Leute. Das ist kein Mobbing. Das ist kein Mobbing. Das ist einfach kein Mobbing. Nein, ist es nicht. Streuselbrötchen-Gesicht. Weil sie hat dicke Finger. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Sie hat ziemlich viel Plack auf den Zähnen. Ey, der Hund sieht einfach aus wie sie. Ich glaube, die isst zu viel Süßigkeiten. Ich schwöre es dir, ich werde weiterhin auf deine Videos reagieren, so wie ich es immer mache. Ich werde auf jedes Video reagieren, Leute. Und wenn ich mit dem ersten Video, was sie auf YouTube hochgeladen hat, anfangen muss. Weißt du, ich denke mal halt... Ja, das ist halt genau das. Das fucking Harassment, Mann. Das ist zielgerichtetes, personenbezogenes Mobbing. Und das ist so eklatant und dilettantisch hinter Satire und Humor versteckt, dass ich mir nicht, also wirklich, du musst halt wirklich schon mehrmals vom Skateboard gefallen sein und den Boden geküsst haben, um da noch zu sagen, ja, das glaube ich dir. Also wirklich, da bist du wirklich mehrmals von der Miniramp gerutscht, Alter. Es ist komplett in Ordnung, sich über irgendwas lustig zu machen. Ich mache mich auch über Leute lustig, die Probleme mit ihrem Maiskolben haben. Ich meine, ich habe das Problem, dass ich morgens aufstehe und so lange mein Maiskolben oben steht, ohne dass eine Frau etwas mit dem macht. Das ist das Problem, was man heutzutage hat. Aber stattdessen ein Körperbau, der wahrscheinlich von den meisten Frauen sogar als sehr erstrebenswert gilt, als Kartoffelsack zu bezeichnen, so Digga. Ich verstehe es, ja, du musst deinen Status als Master des Mobbings aufrechterhalten. Aber ja, meine Freunde, mich würde auf jeden Fall interessieren, wie ihr das Ganze seht. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Lasst mir auch gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da für die Leute, die es noch nicht gemacht haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Kaiser, auf jeden Fall für das Video. Auch wenn ich sehr wütend bin. Aber einfach nur wegen dem Inhalt, der da kommentiert wurde. Ekelhaft.